Hallo, ich bin Silke von Frisch gestempelt. Heute siehst du mal nichts hier liegen. Das liegt daran, dass ich die Sache mit dir zusammen machen möchte. Und zwar ein One-Sheet-Wonder. Ein One-Sheet-Wonder bedeutet, dass man aus einem Bogen Papier möglichst viele Dinge herausbekommt, ohne viel Abfall zu haben. Ich habe mich jetzt hier für das Designpapier aus Liebe entschieden, aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Und gar nicht lange reden. Wir haben ein ganz großes Programm. Dafür nehmen wir den Papierschneider. Wir haben 12x12 Inch. Von diesen 12 Inch schneiden wir 2 Inch ab. Von diesen 2 Inch schneiden wir nochmal 2 Inch ab. Das gibt einen Deckel vom Knallbonbon. Ich habe hier mir kleine Zettelchen gemacht, damit ich nicht durcheinander komme. Das kannst du ja vielleicht auch machen. So, dann haben wir hier nochmal diese 2 Inch. Die halbieren wir auf 1 Inch. So. Und davon, von dem einen, das eins lassen wir so. Und das andere kürzen wir nochmal auf 7 Achtel Inch. 7 ein Achtel. Das ist hier. Das wird. Das bleibt übrig. Hier, das gibt eine kurze Schleife, das gibt eine lange Schleife. So, jetzt haben wir hier den Bogen noch. Der ist auf dieser Seite auch noch 12 Inch. Da schneiden wir 6 Inch ab. Von diesen 6 Inch schneiden wir nochmal 6 Inch ab. Das gibt einen Korb. Dann haben wir hier dieses, das ist 4 Inch mal 6 Inch, das gibt ein stehendes Knallbonbon. Dann haben wir hier nochmal diese andere Hälfte, davon schneiden wir 5,5 Inch ab. Von diesen 5,5 Inch schneiden wir nochmal ein Stück ab, also 5,5 Inch mal 5,5 Inch, damit wir wieder ein Quadrat haben. Das hier ist jetzt auch übrig. Das gibt, Moment, das gibt die Tasche und hier das müssen wir jetzt noch auf 4,5. Das sind jetzt schon 4,5 Inch und das kürzen wir jetzt nochmal auf 4,5 Inch. Genau. Und dann gibt das den Henkel, einen verstärkten Henkel, aber das erzähle ich dir gleich noch. Oder du nimmst dann diesen anderen Rest, aber wie gesagt, erzähle ich dir gleich noch. Genau, das war der Zuschnitt und jetzt müssen wir noch ein bisschen falzen. Dazu nehmen wir den Deckel vom Knallbonbon und den falzen wir rundum bei 0,8 cm, das ist 1 cm, 0,8 ist hier, genau, und das machst du rundum. Die Seite. So, und dann nehmen wir das Knallbonbon. Das ist der Deckel. Dann nehmen wir das Knallbonbon und das falzen wir an der kurzen Seite auch bei 0,8. Bei 2,5 und bei 7 cm. An der langen Seite bei 3,5, bei 7 cm, also hier machen wir das alles in Zentimeter, 10,5 und 14. So, das war's mit dem Falzen und jetzt legen wir los. Das Envelope-Punchboard. Hier ist ein Falzstift drin, hier hast du die Inch-Angaben und hier unten hast du die Zentimeter-Angaben. Die Zentimeter-Angaben sind ein bisschen schwieriger zu lesen und deswegen arbeiten wir in Inch, weil es lässt sich wunderbar hier oben ablesen. So, wir fangen an mit dem stehenden Knallbonbon. Ich falze das mal kurz nach, damit du die Falze etwas besser siehst. So, das ist unsere Klebelasche. Dann haben wir hier. Hier
und hier eine Falze. Das hier ist oben. Und hier müssen wir jeweils ein Loch reinstanzen. Das gibt unseren Boden. Und damit wir nicht durcheinander kommen, legen wir das, also du könntest dich jetzt hier an dieser Linie orientieren, aber viel einfacher ist es hier einfach bei 3 Inch anzulegen. 3 Inch anlegen, stanzen. Dann knicken wir das hier, schieben das wieder ein bei 3 Inch, wieder stanzen, das ist ein bisschen mehr Kraft, weil es halt doppellagig ist. Hier stanzen, hier stanzen. Wahrscheinlich wird er jetzt ein bisschen schwindlig jedes Mal, wenn ich stanze. Und hier stanzen. So, das ist schon unser Knallbonbon. Moment, wollen wir den Abfall wegtun. Jetzt müssen wir überlegen, wie rum möchtest du das haben? Möchtest du das außen haben oder das außen? Das heißt, man könnte das jetzt so machen mit dem Deckel. Oder so rum. Das ist halt das Schöne an diesem Papier, dass man das halt beidseitig verwenden kann. So, ich glaube, wie mache ich es? Ich mache das nach außen. So, dafür nehmen wir am besten doppelseitiges Klebeband. Das bringen wir mal hier an. Das geht zwar jetzt ein bisschen über das Loch, aber das können wir nachher wieder wegschneiden. So, die Schere, Moment, die Schere. Und wenn du gut gearbeitet hast, was du mit Sicherheit hast, passt das nämlich jetzt ganz genau. Aber bevor wir das jetzt kleben, schneiden wir hier unten erst noch schnell ein. Ach, ich hätte das ja gar nicht machen müssen, die Klebelasche geht ja nur bis hier. Ach, jetzt bin ich ein bisschen, ich will nicht so die Zeit verlieren, deswegen bin ich ein bisschen hektisch, weil wir ja doch, wie gesagt, sehr viel vorhaben. Genau, ich sollte es vielleicht einfach langsamer machen und dann nachher ein bisschen rausschneiden. So, das, wie gesagt, ist der Boden, das ist oben und jetzt kleben wir das hier zusammen. So, wunderbar. Das passt. Das ist jetzt, gucken wir einfach, was wir hinten haben wollen. Das wollen wir hinten haben und dann ist das unsere letzte Lasche, die wir kleben. Und wenn du das jetzt hier so zusammendrückst, dann siehst du, wie sich das hier so hervorhebt. Ja? Und da kommt gleich der Deckel drauf. Jetzt schneiden wir den Deckel. Den musst du einfach nur so rundum einschneiden. Und dann nehmen wir jetzt die andere Seite und da ist es das Einfachste, dass du mit Glue-Dots arbeitest, weil das ja nur ein sehr, sehr kleines Stück ist. Ich musste halt diese 0,8 nehmen, sonst wäre es mit Papier nicht aufgegangen. So, das ist der Deckel. Jetzt habe ich hier noch dieses Band, auch aus der Serie. Wie heißt das? Moment. In Liebe. Das gibt es in diesem Flamingo und in diesem Rot. Und dann nehmen wir mal das Flamingo und machen noch eine Schleife. Das heißt, wir ziehen das dann zusammen hier. So, und wie gesagt, hier siehst du, dass sich das hier ein bisschen rumknickt. Und der Deckel dann so drauf geht. Das war das Knallbonbon. So, als nächstes machen wir die Schachtel. Da haben wir die 4,5 x 4,5 Inch. Und jetzt muss ich gerade mal auf meinen Spickzettel gucken. Moment. Genau. Da nehmen wir das und legen das an bei 1¾ Inch. 1¾ Inch. Das ist hier. Punchen, falzen. Und bei 2⅝. Das ist hier. So, und dann gehst du einfach reihum, legst es immer an diese Nase wieder an.
da und da. Und wie gesagt, 3 um. So, dann haben wir das. Das auch schön nachfalzen, aber vorsichtig mit dem Papier. So, und hier schneiden wir die gegenüberliegenden ein. Und kleben das fest. Wir könnten es auch so einknicken, aber ich möchte es gern kleben. Festhalten, dass es anzieht. Ah, stopp, ich habe was vergessen. Was ich nämlich noch machen möchte, ist, ich habe jetzt hier einen von der 1/2 Inch Kreisstanze einen Kreis ausgestanzt. Und da möchte ich gerne hier Rundungen schneiden. Ich mache das nochmal auf, das geht ja. So, dann legen wir das nämlich hier so an und schneiden hier das quasi an der Rundung aus. Das gibt nachher so einen schönen Abschluss. Und also einen selbstschließenden Abschluss, sagen wir es mal so. So, und wenn das angezogen ist, dann legst du das so hin, dass du das übereinander legst. Und das letzte, Moment, 1, 2, 3, und das letzte schiebst du so drunter. Und dann bleibt es zu. Upsi, bisschen Kleber an den Fingern. Das war die Schachtel. So, jetzt gehen wir zu der Tasche. Die Tasche ist 5,5 x 5,5 Inch und die legen wir an. Ich mache das mal immer auf der Seite, da siehst du das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, wenn auch nicht gut, aber immer noch ein bisschen besser. Das legen wir an bei 2 3/8 Inch und 4 3/8 Inch. Das ist hier. Und auch das wieder rundum. So, das sieht dann so aus. Auch hier falzen wir nach. Da möchte ich das. Wie möchte ich das haben? Das möchte ich. So, und da schneiden wir jetzt hier bis zu der Falz ein. So, dann können wir auch schon kleben. Das ist jetzt ein bisschen zu lang hier. Das heißt, hier kürzen wir jetzt. Schneiden wir einfach noch mal ein bisschen ab. Gegenüber auch. Und hier auch. So. Und jetzt können wir es festkleben. Das heißt, wir kleben das jetzt hier so rüber. Das so rüber und dann gibt es hier diese Tasche. So, wenn du damit fertig bist, upsie, wird das nochmal nach innen geklebt. Hier machen wir uns, das habe ich auch noch vergessen, aber das können wir auch noch nachträglich machen. Wir haben hier oben noch einen Eckenabrunder, da runden wir uns jetzt noch ein bisschen schön die Ecken mit ab, dann ist das ein sauberer Abschluss. Und dann machen wir uns hier noch ein Loch rein. Und auch da können wir ein bisschen Band durchziehen. Durch.
Nee, ich glaube, zum Schleifebinden ist es nicht so schön. Wir machen das anders. Wir machen hier nochmal das Band drumherum. Das sieht dann ein bisschen besser aus, glaube ich. Also ich mache jetzt mit dir keine große Dekoration, weil, wie gesagt, das würde den Rahmen sprengen. Das machst du einfach nach deinem Gusto. So, und das auch noch. So, und das ist die Tasche. Jetzt haben wir noch den Korb. Der ist 6x6 Inch. Und der wird wie folgt gefalzt. Das legen wir an bei 1,5 Inch, Panschen und falzen und bei 4,5 Inch. Und auch das wieder rundum. Was wir jetzt vorher noch machen, da möchte ich das gern außen haben. Was wir jetzt, also du hast ja jetzt diese zwei Reste noch hier. Da könntest du jetzt hier quasi noch ein, ach Quatsch, das ist die Schleife, Moment, von den anderen Resten. Da könntest du hier jetzt den Henkel noch von machen, dann wäre der einfach und dünn. Oder du halbierst dir diesen hier. Ich mache das mal so, dass ich das Rote da habe. Der ist halt jetzt einiges kürzer, dafür ist er stabiler. So, und dann würde der so gefalzt. Gefalzt. Vielleicht nehmen wir doch den langen. Gucken wir mal. So, dann hast du hier dieses Stück und da schneiden wir jetzt auch hier ein. Also immer dieses Stück bis dahin. So, und dann machst du Folgendes. Du nimmst jetzt die Seiten. Moment, wo ist mein Kleber? Und legst es so an, dass das hier eine Gerade ergibt. Das hier. Das heißt, es wird nicht ganz rumgelegt, sondern nur das hier, also ich knick das mal rum, dann siehst du es besser, dass das hier eine Gerade ergibt. Und das andere klebst du so drüber. Und dahinter machen wir den Henkel. Der kommt dann hier hin. Ich nehme jetzt mal den langen, dann nehme ich den kurzen. Also das gibt, wie gesagt, so einen kurzen Henkel. Wir nehmen mal den hier. So, das heißt, hier kleben wir jetzt erstmal den Henkel dran. Da haben wir auch ein bisschen mehr Spiel. Als wenn wir den kurzen nehmen. So, den kleben wir hier schon mal hin. Und dann nimmst du das Teil und klebst es so rüber. Das heißt, du musst es hier musst du Kleber anbringen. Da musst du halt immer genau gucken, bis wohin du den Kleber tatsächlich hinmachst. So, das kleben wir so drüber, genau. Und das dann so drüber. Die Ecke, wenn das ein bisschen ist, kannst du noch abschneiden. Aber du kannst es ja auch nachher noch ein bisschen verzieren und schmücken, noch was drüber kleben. So, wie gesagt, so wird das gemacht. Das heißt, hier machen wir Kleber drauf. Und das kleben wir nach innen. Und die andere Seite machen wir genauso.
So, und jetzt das noch umkleben. Das könntest du jetzt auch so nach außen kleben. Dann hat es hier nochmal so einen Effekt. Oder du klebst es mal innen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich klebe es nach außen. So, und das ist das Körbchen. Jetzt machen wir noch die Schleifen. Dann fangen wir mit der langen Schleife an. Die lange Schleife, Moment, ich muss mal wieder nach meiner Aufzeichnung gucken. Die lange Schleife legst du an, den Streifen, einfach nur bei 2 Inch. Handschuhe bei 5 Inch. Dann drehst du es rum. Machst hier auch nochmal bei 2 Inch, sodass wir hier diese 3 Stanzen haben. Das machen wir auf der Seite auch wieder. Das heißt bei 2 Inch. 5 Inch und damit wir hier nicht, weil wir können ja nicht weiter rüberlegen, wieder bei 2 Inch. So sieht es dann aus. Dann nimmst du dein Falzbein, ziehst es schön rund. Stopp, ich habe schon wieder was vergessen. Um einen schöneren Abschluss zu haben, legen wir es hier nochmal rein. So und so. Dann haben wir nämlich noch die schöne Ecke da drin. Genau. So, dann nimmst du Glue Dots. Wo sind meine Glue Dots? Hier sind meine Glue Dots. So, und nimmst dann, legst diese Ecke so rüber. Das ist an der schmalsten Stelle. Nimmst ein. Wir machen es so rum. Jetzt war ich gerade. Nimmst es auf und legst es hier zur Mitte. Wieder auch an die schmalste Stelle, ja? Das zur Mitte, das heißt, das übereinander legen. Und das dahin. Und dann gibt es deine Schleife. Und weil die so groß ist, können wir es jetzt hier unten auch noch mal ein bisschen festkleben. Damit es auffliegt. Und jetzt haben wir ja noch einen kleinen Rest übrig. Da schneiden wir uns jetzt einen schmalen Streifen von ab. Ach, der könnte ruhig ein bisschen breiter sein, ne? Dann legen wir das so drumherum. Ja, ich mache ein bisschen breiter. Aber wir haben ja noch ein bisschen was übrig. Den legst du dann einfach so rum. Und hast damit einen schönen Abschluss. Und was übersteht, das schneiden wir ab. So, das ist die eine Schleife. Und jetzt machen wir die kleine noch. Die ist 1 Inch mal 1/8 Inch und die wird angelegt bei 1,5 Inch und bei 3,5 Inch. Dann drehen wir das wieder so rum und wieder bei 1,5 Inch. Dann drehen wir es so. Und dann für den schönen Abschluss das noch und mit dem Falzbein wieder drüber ziehen. Jetzt wollen wir mal gucken, also wenn wir es jetzt so rüberlegen würden, dann hätten wir es wieder. Dann wollen wir jetzt mal diese Seite außen haben. Mal gucken. Ich muss auch mich immer ein bisschen orientieren. Moment. Wenn ich das außen haben möchte. Genau, muss ich so legen. So. Das heißt, hier nehme ich jetzt ein Glue Dot auf, mache das da in die Mitte. Hier lege ich das rüber, nehme ein Glue Dot auf
und lege das in die Mitte. Und wenn ich das rumdrehe, habe ich meine Schleife. Und auch hier machen wir uns noch so ein kleines, das haben wir ja noch von vorhin, das legen wir uns auch hier drum. Es gibt noch mal so einen schönen Abschluss. So, das war's. Das waren die Schleifen. Das war das One Sheet Wonder Envelope Punch Board. Du hast eine Tasche, du hast ein stehendes Knallbonbon, du hast einen Korb, du hast zwei Schleifen, die du natürlich auch hier noch schön aufbringen kannst und hast eine kleine Schachtel. Ich blende dir oder ich verlinke dir nochmal zu meinem Blog. Da werde ich noch ein PDF einstellen, wo ich das fotografiert habe und die einzelnen Anweisungen nochmal alle aufführe. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!